Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, heute ist ein Tag für tiefe Kontemplation und Selbstbeobachtung. Es scheint, dass du dabei bist, neue Techniken, Mittel, Therapien und Methoden zu entwickeln, um deinen Hauptberuf zu verbessern. Während du dich auf diese Reise der Innovation begibst, fragst du dich vielleicht nach den Gründen für deinen Wunsch, die Welt neu zu erfinden. Nimm dir die Zeit, über die Beweggründe für dein kreatives Streben nachzudenken. Auch wenn du deine Aktivitäten nicht grundlegend ändern wirst, könnte diese Selbstbeobachtung dazu führen, dass du neue Rechtfertigungen und einen tieferen Sinn in deinem Tun entdeckst. Der planetarische Aspekt, der heute im Spiel ist, könnte eine streitlustigere Seite deiner Persönlichkeit hervorrufen, die nicht typisch für deinen üblichen Stil ist. Achte jedoch darauf, wie sich das auf deinen Partner auswirkt, egal ob er dein jetziger oder zukünftiger Partner ist. Sie könnten diese plötzliche Neigung zum Streiten als ziemlich lästig empfinden. Wenn ihr gemeinsam an etwas arbeiten oder ein wichtiges Projekt in Angriff nehmen wollt, solltest du den Geist der Zusammenarbeit beschwören, anstatt dich zu ärgern. Wenn du Harmonie und Verständnis förderst, kannst du etwas wirklich Sinnvolles und Nützliches erreichen. Alles scheint sich heute zu deinen Gunsten auszurichten, Krebs, also verschwende diesen verheißungsvollen Tag nicht, indem du dich einfach damit brüstest. Nutze die Energie stattdessen zu deinem Vorteil und treibe deine Ambitionen voran. Mit unerschütterlichem Glück an deiner Seite wirst du jedes Ziel erreichen, das du dir vornimmst. Nimm die Chancen wahr, die sich dir bieten, und vertraue auf deine Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Der aktuelle Einfluss der Planeten drängt dich dazu, deine persönlichen Gewohnheiten und Muster zu hinterfragen. Vielleicht verspürst du aber auch ein Gefühl des Misstrauens oder der Angst, vom Universum verurteilt zu werden, wenn du von der Perfektion abweichst. Es ist wichtig, diesen inneren Konflikt zu erkennen, denn er ist der Schlüssel, um ein System der Verleugnung aufzulösen. Wenn wir uns vor der Beurteilung fürchten, neigen wir dazu, bestimmte Verhaltensweisen zu verleugnen oder zu vermeiden, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir aber ein Gefühl der Akzeptanz kultivieren, können wir uns auf Veränderungen einlassen und wachsen. Sei nett zu dir selbst und erkenne an, dass Wachstum und Verbesserung durch Selbstreflexion und Akzeptanz entstehen. Den ganzen Tag über solltest du daran denken, wie wichtig es ist, Grenzen zu setzen und zu wissen, wann du dir eine Auszeit nehmen musst. Das Venus-Uranus-Quadrat kann zu unerwarteten Beziehungsproblemen führen, aber denke daran, dass sich die frenetische Energie im Laufe des Tages auflösen wird. Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt, spürst du vielleicht einen leichten Energieschub aufgrund der dramatischen Ereignisse. Gib dir genügend Zeit, um zur Ruhe zu kommen, bevor du dich zur Nachtruhe begibst, damit dein Geist und dein Körper zur Ruhe kommen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, Krebs, die kontemplative Natur des heutigen Tages genießen solltest, während du neue Wege und Innovationen in deinem Beruf erkundest. Denke über deine Beweggründe nach und entdecke tiefere Gründe für dein Streben. Achte auf mögliche streitlustige Tendenzen und strebe nach Kooperation und Harmonie mit deinem Partner. Ergreife die Chancen, die sich dir bieten, und mache das Beste aus der günstigen Energie, die dich umgibt. Nimm dir vor, dich selbst zu reflektieren und zu akzeptieren, denn du weißt, dass Wachstum von innen kommt. Denke daran, Grenzen zu setzen und Pausen zu machen, wenn es nötig ist, und sei darauf vorbereitet, dass die Beziehung möglicherweise ins Wanken gerät, was sich aber widerlegen wird. Gönne dir Zeit, um zur Ruhe zu kommen und inneren Frieden zu finden, bevor du dich ausruhst. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!